So, herzlich willkommen zu einem neuen Random Vlog. Wir sind jetzt hier bei der Global Woods 2016 in Bad Sollenland. Total die coolen Massenbriefkästen. Und wir haben Marco und Janine entdeckt. Geiles Fahrrad. Thule Power. Brauchst du noch einen? Nimm mal. Ja, das reicht. Wie viel sind das? 80% vom Rucksack vom Gewicht sitzen. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir mehr Frauen hilft. Damit wir Kinder tragen können. Ja. Wir tun jetzt nicht in der Schlange stehen, sondern in der Schlange sitzen. Wir fahren jetzt eine Runde Boot oder Kajak oder mal gucken, was die uns so andrehen. Du schwimmst. Ich schwimme, okay. Ach, aber nicht mit dem, oder? Nee, das noch nicht. Das bitte nicht, ich will nicht ins Wasser. Ich will eigentlich nicht. Oh, dann musst du auch noch. Auf, auf! Fahr uns bitte nicht ins Schiff. Nee, mach ich nicht. Ich bin der Profi. Paddler. Aber es ist schön, dass man hier mal so paddeln kann, die Boote ausprobieren kann. Natur genießen, andere Leute rammen. Ich will mal wissen, wie schnell man das aufbauen kann. Das war gerade eben nämlich ein Faltboot. Das kann man zusammenklappen und dann überall mit hinnehmen. Das finde ich richtig cool. Ich paddel die ganze Zeit wie so ein Weltmeister und die Maria bremst. Wir haben einfach Kommunikationsprobleme. Das ist das Problem. Leichte Kommunikationsprobleme. Volle Kanne gecrasht. Kommt ihr nicht schon aus dem Busch? Wollt ihr wieder dorthin? Ja, nur die Richtung. Ich habe die Paddelfähigkeiten von der Maria total unterschätzt. Die paddelt nicht schräg, sondern die macht hier voll die stylischen Moves, so wie 360. Das sind die Harten. Geschafft, wieder trocken an Land. Das ist mal ein cooles Zelt. Okay, noch ein, noch ein. Punkte hier. So, nach anstrengendem Paddeln mit dem Kanu gönnen wir uns jetzt einfach mal ein gutes Mittagessen. So, und jetzt sind wir hier in der Zeltrubrik, wo nagelneue Zelte vorgeschlagen werden. €500. Schon gemütlich. Oh, voll die kleine Räuberhöhle hier. Wie schaut denn das? Dein Eindruck? Eng.
Fazit eng. Jetzt kommen wir zu den Everest-Zelten. Drive-Van. Das ist ja mal geil, oder? Ein um die Ecke Zelt. Kann man dann Autos ranstellen. Für gängige Kleinbusse und PKWs bis zu 2,50 Meter höher. Wir haben da hinten jetzt das Expeditionszelt von dem Film Der Marsianer entdeckt hier mit Matt Damon. Also hier hat man Platz. Hier kannst du dann deine Survival-Plantage anbauen. Vor allem, du hast wie viele Eingänge? 1, 2, 3, 4, 5. Und die anderen kannst du rauskrabbeln. Die kleinen. Baumzelt ist ja, das. Ja, ist wie viel Kilo ist denn das? Achso, okay. Ja. Dann machen wir ein Foto. Ja, das machen wir. Traust du dich nie rein? Oh. Nee. Survival super Selbstversuchstest, indem ich in das kleinste Zelt der Welt klettere. Wenn ich mich hier ausstrecke, wird es schon knapp. Ein Stückchen näher. €50.000, das haben wir doch locker. Aber die kann man auch für ein Wochenende mieten. Der unterstützt dich immer von 0 bis 25 km/h. Ich freue mich, E-Bike. Bis bald. Heißen Beinbruch. Boah, das Ding geht ganz schön ab, ey. Ja? Ja. Also, das ist jetzt, war das jetzt eingestellt? Berge hochfahren etc. ist null Problem mit dem Teil. Und was sagst du? Das rast schnell das Ding, ne? Ich habe jetzt Sport eingestellt und das ist geil. Genau die Geschwindigkeit, die ich brauche. Du musst aber echt aufpassen, dass du nicht wegrutscht, ne, wenn du so schnell fährst. Ich bin der Arno. Bisschen. Reine Skatingroller mit einem Carbon-Trittbrett. Eine ganz neue Entwicklung und der ist sehr komfortabel zu fahren bei einem rauen Asphalt, weil der nimmt die Vibrationen auf und ist auch gut für die Gelenke und die Knochen und es nicht so hart wie so ein Inliner. Das ist ein etwas breiteres, damit kann ich skaten und klassisch laufen. Und damit trainieren dann im Sommer die Biathleten? Genau, wir sind Ausstatter von fast allen Nationalmannschaften im Biathlon, Langlauf, auch nordische Kombination. Mhm. Und die Sommerweltmeisterschaften werden von uns betreut. Und das ist dann das Modell, was hier die Top-Läufer im Weltcup fahren. Was kostet so ein Modell? Es geht los bei 170 Euro. Das ist dieser Skater aus dem Aluminium. Auch dieses Jahr Testsieger geworden beim internationalen Skirollertest. Und das sind um die 330 Euro. Und für die, die gerne ins Gelände gehen, kommen dann die luftbereiften. 200 mm, das sind wir die ersten am Markt, die sowas haben. Damit kann man richtig dann Outdoor extrem machen. Da kannst du richtig Outdoor fahren. Also das macht auch richtig Fun. Ich fahre jetzt mal Ski-Inliner. Also ich probier's. Ich probier's mal. Skifahren kannst du eigentlich. Und? Also gerade rausfahren geht gut, aber lenken kriegst du irgendwie nie hin. Cool, ne? Oh Gott, so cool.
Ja, es ist einfach, du hast einen ganz anderen Griff mit den Rädern. Also im Schnee, da rutschst du ja ab und zu mal weg und hier hast du dann so einen kleinen Stopper drin, weil die eben halt aus Gummi sind. Oh, ist witzig, oder? Ja, also stinkt du bist an. Der offizielle Teil der Globeboot 2016 ist jetzt vorbei. Und wir speisen jetzt zu Abend mitten auf dem See.